teure Opfer in Afghanistan. Wissen wir, wie schwierig es ist? Würden wir nicht einmal die Augen zuschließen und nicht denken, Ahmed Khalifa, du hast in Ägypten 8 Schwestern und 2 Brüder. Denk einmal, dass eine deiner Schwester einen Streit mit dir ein Mensch hat. Mit einem eigenen Bruder, mit dem Ehemann, mit einem Nachbar, mit dem Imam der Moschee, mit einem Politiker. Und dieser Mensch, damit er ihrem Selbstvertrauen, ihre selbstinnere Werte zerstört, deine Schwester mit Säuren bespritzt. Und leidet darunter. Wie ruhig kannst du in deinem Leben sein? Er schreibt ihm einen Brief und sagt, ich möchte dir eine Nasiha geben. 2 Sachen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu uns Muslimen gesagt hat. Was hat er zu uns gesagt? La taqumu as-sa'a, yawmul qiyamah wird nicht kommen, bis keiner kennt keinen. Und dann wird Qiyama kommen. Keiner kennt keinen. Noch eine Nasiha. Im selben Brief an Sayyidina Umar radiallahu tabaraka wa ta'ala an, er schreibt ihm, wenn es Brüder gibt, die in der Öffentlichkeit meine Brüder sind und Fesseria und im Geheimen meine größten Feinde sind. Wenn du das in der Umma erlebst, wisse, Yawmul Qiyama ist sehr nah. Wenn es nur noch Nutzbeziehungen gibt, wenn ich zu dir nur noch Salamu Alaikum sage, weil ich einen Gewinn sehe, wenn ich einen Vorteil sehe, wenn ich dich nur umarme, weil ich den Leuten zeigen will, ich kenne ihn, ich bin jemand, ich habe etwas. Wenn ihr das seht, wisst, Yawmul Qiyamah ist nahe. Sayyidina Umar radiallahu anh bekommt diesen Brief und er antwortet. Er schreibt einen ganz kleinen Zettel, sagt, bring ihn zu Abu Ubaida. Lastum bi ulaik. Diese Zeit ist nicht gekommen. In meiner Zeit, alle lieben sich wegen Allah. Alle lieben sich wegen La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alle sind zusammengekommen wegen La ilaha illallah. Was uns eint, ist La ilaha illallah. Wenn uns La ilaha illallah nicht mehr ein, dann ist diese Überlieferung da, dass es nur noch Nutzbeziehungen gibt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, in Yawmul Qiyamah wird es Manabira min Nur geben. Es wird Kanzel aus Licht geben. Und die Propheten und die Aufrichtigen werden mit Eifersucht auf die Manabir mit Nur gucken. Und sie fragen den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wer darf auf Manabir mit Nur stehen? Und es wird gesagt, derjenige, der seinen Bruder liebt, wegen La ilaha illallah. Derjenige, der seinen Bruder zusammenkommt in der Masjid, wegen seinem Glauben. Sie dürfen in Manabir mit Nur zusammenstehen. Hadith Qudsi, Allah Jalla Azamatu sagt zu unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wajabat mahabbati. Das hat gebracht, wir Doktorarbeit schreiben, nur zu Ehren Mohammed Iqbal. Nicht nur das Herz von dem Afghanen hat Mohammed Iqbal gelebt, sondern die Deutschen, da sind Mohammed Iqbal mindestens 5-6 Denkmäler, die sind dazu gebracht. Auch da habe ich erzählt. Ich möchte mich erst Dass wir Menschen hin und wieder eine schallende verbale Ohrfeige bekommen. Eine Ohrfeige einfach, die uns vor Augen führt, was überhaupt los ist auf der Welt und die uns einfach hilft, klarer zu sehen.
Menschenrechte und Frauenrechte sind internationales Recht. Das mag sein, aber das ist auch ein Recht, was uns allen von Allah subhanahu wa ta'ala zugesprochen wurde. Rechte, die wir alle hin und wieder mit Füßen treten. Aktiv oder passiv. Auch wenn wir wissen, dass irgendetwas schiefläuft auf der Welt, aber wir so tun, als ob es nichts wäre, als ob es uns gar nicht angehen würde, machen wir uns mit Schuldig an der Tat. Am 8.3. war Weltfrauentag. Ich habe an dem Tag über sehr vieles nachgedacht. Wirklich über vieles. Nicht nur über den Weltfrauentag, sondern was es überhaupt bedeutet, eine Frau zu sein, was es überhaupt bedeutet, eine Frau im Westen zu sein, was es bedeutet, eine Frau auf der anderen Seite der Erde zu sein und ein Stück weit auch, wieso wir so etwas im 21. Jahrhundert brauchen, so einen Weltfrauentag. Der Weltfrauentag, der soll uns erinnern an Chancengleichheit, meine Lieben. Er soll uns ermahnen, dass wir als Frau für dieselbe Arbeit dasselbe Geld bekommen sollen wie die Männer. Aber ich frage mich wirklich, ob das alles ist. Ich meine, ist das wirklich alles, woran ich meine Mitmenschen erinnern möchte? Ich meine, versteht mich nicht falsch, es ist sehr wichtig, dass ich auch Geld bekomme, wie mein Bruder, der irgendwie dasselbe macht, aber ist das wirklich alles, worauf wir uns beschränken sollten und brauchen wir wirklich dafür einen Tag? Ich bin auch total außer mir. Und die ganze, also vor allem jetzt in so jüngster Zeit höre ich die ganze Zeit Feminismus. Das ist so ein Trendwort geworden wie Swag oder Insta oder so. Die ganze Zeit Feminismus hier, Chancengleichheit und Selbstverwirklichung. Und die Rede ist von Feminismus, wenn ich von Frauenquote spreche. Und Frauen in Saudi-Arabien sollen Auto fahren. Und das ist auch Feminismus und ich setze mich ein für meine Schwestern. Aber ist das wirklich mein Einsatz? Ich meine, wo bleibt mein Feminismus, wenn ich erfahre, dass 65% der Analphabeten weltweit Frauen sind?